Aber da greifen wir mal jetzt, wenn wir, da wir den Jahresrückblick machen, ein bisschen die Vergangenheit jetzt auch mit den Reichsbürgern und so. Gibt es denn auch in der Partei Reichsbürger in Ihren Reihen? Und wie beurteilen Sie denn diese Bewegung? Die sind ja humorlos. Also ich glaube nicht, dass die... nein, das ist, da gibt es Unterschiede. Und Extremisten sind immer humorlos. Glauben Sie es mir? Also ich kenne Reichsbürger, weil wir schon in den... Als ich Chefredakteur bei Titanic war, habe ich einen Kollegen mal zu zwei Reichsbürgern geschickt. Der wollte über die eine Reportage schreiben. Der ist dann erst zum einen gegangen, hat sich mit dem unterhalten. Der andere war sein Nachbar. Und dann hat er sich mit dem unterhalten. Und der Reportage konnte ich hinterher entnehmen, dass die beide beanspruchten, Außenminister des Reiches zu sein und sich auch gegenseitig schon zum Tode verurteilt hatten. Und deswegen habe ich die nie ernst genommen. Und ich meine, dieser Medienkuh neulich, ich weiß nicht, ob der RBB dabei war, aber da 25 Rentner, also die Titanic-Redaktion ist, glaube ich, gefährlicher, wenn die die Macht übernehmen will hier in Deutschland, als diese 25. Ja, aber sag mir, das interessiert Rentner. Mich auch. Glaubst du, dass das einfach Spinner sind oder glaubst du, dass von denen wirklich eine Gefahr ausgeht? Also ich habe erst gedacht, es sind eigentlich nur Spinner. Hab ich auch. Und jetzt komme ich ein bisschen ins Schwanken, aber ich weiß es nicht. Also wenn man erstmal hört, Heinrich der 13. und Prinz Reuß, da denkt man, meine Güte. Also, zwei Wochen vorher wussten bereits über 100 Journalisten Bescheid, dass diese Razzien da und diese Wohnungsstürmung erfolgen werden. Und wenn so etwa, also wenn das gefährliche Kreise gewesen wären, dann hätten die, glaube ich, nicht so überrascht vor der Tür gestanden, als zwei Wochen später dann also die gesamte Medienlandschaft und ein paar hochbewaffnete Polizisten da bei ihnen vor der Tür stehen. In Karlsruhe ist die falsche Wohnung, also die falsche Wohnungstür gesprengt worden, also die Nachbarwohnung gesprengt. Die morgens um 6, die Familie mit zwei Kindern ist in psychologischer Behandlung. Ja, Sie müssen sich das mal vorstellen. Die Tür wird gesprengt, du wohnst dann mit deinen drei Kindern und deiner Frau und lauter maskierte Leute mit Maschinenpistole kommen rein. Ich meine, das löst wirklich einen Schock aus. Ja. Also insofern finde ich, dass der Staat schadenersatzpflichtig ist. Und zwar in Größenordnungen, die sonst nur bei der Korruption eine Rolle spielen. Aber also wir halten fest, von den Reichsbürgern und von der Szene geht keine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie aus. Ich glaube auch, dass die, also gefährlicher als die Reichsbürger sind die Grünen, glaube ich. Kann man das so sagen? Da haben wir es hier in Reinickendorf natürlich mit Kalkül auf diesen Applaus gesetzt. Das ist alles, ne? AfD hier, ja, oder? Ja. Unterhaltungskünstler setzen immer auf Applaus. Der RBB nie.